Wir schicken Sie bestens informiert in den Feierabend heute mit diesen Themen. Geldsperre, die Hermann-Ringwald-Halle in Wohlfahrtsweier muss dringend saniert werden, doch noch wurden die Haushaltsmittel nicht freigegeben. Und Unterricht mal anders, Schüler des Karlsruher St. Dominikus-Gymnasiums waren im Pavillon auf dem Energiesaal zu Gast. Auf dem Karlsruher Energieberg ist nun die Pilotveranstaltung Schüler auf dem Energieberg gestartet. Die Initiative ist ein Angebot an Schulklassen, sich vor Ort direkt mit dem Thema regenerative Energien befassen zu können. Karlsruhe hat nicht viele Berge. Ein ganz besonderer jedoch ist der Energieberg am Rheinhafen. Aus Deponiegas, Windkraft und Sonnenenergie wird hier Jahr für Jahr Strom für über 11.000 Menschen produziert. Auf dem ehemaligen Müllberg befindet sich auch der Sonnenpavillon. Als erste Gruppe waren heute die Schülerinnen des St. Dominikus-Gymnasiums zu Gast. Ziel des Karlsruher Klimakollegs ist es, die jungen Leute für das Zukunftsthema Klimaschutz zu sensibilisieren. Wir wollten den Schülerinnen vom St. Dominikus-Gymnasium zeigen, dass es sich lohnt, für Klimaschutz auch als Schüler beizutragen, beispielsweise mit der Straßenbahn zu fahren und eben nicht mit dem Mama-Taxi zur Schule zu fahren. Das bringt was. Und Energiesparen auch. Das ist eine wichtige Sache. Unsere wichtigste Energiequelle ist Energiesparen. Für die Schülerinnen des katholischen Mädchengymnasiums hat sich der Vortrag heute gelohnt. Ihnen scheint bewusst zu sein, dass Sie als Jugendliche von heute die Entscheidungsträger von morgen sind. Es hat mir sehr gefallen und es war auch richtig informativ. Die erneuerbaren Energien und also die Windkraftwerke und die Solarenergie, das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Die Verantwortlichen haben das auch ziemlich gut jetzt so umgesetzt und uns erklärt und ja, es kam auch an, was sie vermitteln wollten. Es war nicht viel Neues dabei. Es ist aber interessant zu wissen, genau die Zahlen. Schließlich ist Karlsruhe ja die Stadt, in der wir wohnen. Wer also Lust bekommen hat, Unterricht mal anders zu erleben, kann sich unter www.kvvh.de genauer informieren. Und neben dem informativen Teil kann man sich auf dem Gipfel auch auf den herrlichen Ausblick auf das Rheinhafengebiet, Karlsruhe und das Umland freuen.